Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny Roll B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Ja, das Spiel gibt es auch noch. Oh, soll ich mal vielleicht ein bisschen weiterspielen? Aber es ist nicht so, als hätte ich die ganze Zeit nicht gespielt, während ich hier eine Pause gemacht habe vom Hochladen. Hier, man sieht, ich habe zwei ungeöffnete Kisten. Die habe ich alle bekommen von wöchentlichen Herausforderungen, wo man Helden Showdown spielen musste. Was ich übrigens sehr nervig finde. Also ja, da sind schon wieder zwei irgendwie, ne, eine, die gerade am Laufen ist. Oh, oh, Backe. Und ja, scheint wohl irgendwie der Trend zu sein seit dem neuesten, ja nicht Patch, seit dieser Season hier. Aber man hat ja schon gesehen hier, hier ist der Hans Orler und ja, genauso wie er im neuen Film aussieht. Und dementsprechend gibt es da auch ein paar neue Kostüme. Und ja, ich da könnte man ihn zum Beispiel hier, glaube ich, voll die Spoiler von dem Film drin. Aber ich nehme jetzt mal einfach an, jeder, der hier über das Video gestolpert ist, der hat den Film schon gesehen. Und ja, ich habe intensiv Helden fürs Schurken gespielt, habe jeden Charakter, glaube ich, auf mindestens Level 10, einige auf Level 12 schon. Und ja. Das werde ich auch, glaube ich, ein bisschen fortsetzen. Mindestens bis Level 12, damit ich bei jedem Charakter hier mindestens auf Blau machen kann, weil auf Level 12 kommen die alle auf. Episch. Nennt man das? Episch. Lass mal gucken. Ich habe ja noch genügend Fertigkeitspunkte für jeden. Oder Fähigkeitspunkte kann man ja nicht sehen. Egal. Episch und legendär, glaube ich, sind die letzten. Und ja. Ab Level 12 kann man ja auf die blaue Stufe hochbringen und ja. Würde mich sogar jetzt relativ gut in Helden fürs Schurken hier einschätzen. Mit einigen Charakteren. Einige Charaktere habe ich so gut wie gar nicht gespielt, wie zum Beispiel Kylo Ren, weil den hat schon auf Level 12 oder Rey, welche ich schon auf Level 9 hatte. Habe ich erst letztens seit langer Zeit mal wieder gespielt. Und ja. Läuft eigentlich gut. So Charaktere wie Finn, Phasma, Luke, Vader, Chewbacca. Also die Fähigkeiten kenne ich jedenfalls jetzt alle auswendig und was die alles können. Also dafür bin ich vorbereitet. Gibt übrigens einen neuen Millennium Falke. Und zwar der von Lando. Weißt du, die Version, die pretty aussieht. Jetzt haben wir drei Stück. Geil, ne? Haben wir gezählt, irgendwie die Helden haben irgendwie so 8 oder so und die Schurken haben nur 4, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. 5 haben die nur und die Helden haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ist doch nicht so viel. Egal. Wir spielen mal den neuen Spielmodus. Exfiltration. Und guck mal. Also tägliche Mission müsste ich eigentlich wieder Helden Showdown spielen und 10 Kills mit so einer Charakterkonstellation irgendwie hier kriegen, aber darauf habe ich keinen Bock. Das ist so nervig und das weiß ich nicht. Vor allem, ich habe sowieso irgendwie das Gefühl, dass jedes Mal wir spielen einfach irgendwas hier. Ich habe bei einigen Leuten jetzt hier auch Dings rausgenommen, Kopfgeldjäger, weil, weiß nicht, lohnt sich irgendwie nicht, wenn ich nicht genug Punkte sammle, weil ich schlecht bin. Also, ich nehme jetzt mal an, dieser Spielmodus, ich habe den noch nicht gespielt, ist nur so wie ein Overwatch schalten. Du hast eine Fracht, musst du beschützen und ja, die anderen müssen nicht aufhalten. Oh Gott! Pff. Jeder schon ganz schön nah. Ja, ich habe nur Helden fürs Schurken gespielt, also nur um diese Karten hier hochzuleveln, sonst habe ich nichts gemacht. Mehr wollte ich auch eigentlich nicht machen. Und dementsprechend werde ich wahrscheinlich jetzt richtig schlecht sein in dem Spielmodus. Da ich keinen einzigen damit treffe, ne? Den gibt's da nicht. Ja, gehen wir nicht von vorne rein, alles klar. So, also war ja klar, dass ich hier schon wieder
voll auf die Fresse kriege, aber bei den Verschucken geht es doch relativ gut jetzt, nachdem man hier endlich mal herauskriegst, wie die Helden und Schurken funktionieren und so. Aber kaum spiele ich wieder einen normalen Soldaten, so einen gebrechlichen, da geht dann natürlich wieder alles zugrunde. Also hier komme ich noch nicht mal zu irgendwie einen Kill zu machen oder so. Das ist so frustrierend. Ja, geil, der hat voll drauf. Komm schon, irgendwas, irgendjemand muss ich doch damit treffen. Nicht, müssen wir jetzt daran stehen und irgendwas machen oder was? Wir müssen die einfach nur davon abhalten, damit die da rüber gehen, ne? Nehme ich jetzt mal an. Oh. Darth Vader. Boah, die kosten aber ganz schön viel, ja. Lass mal Offizier spielen. Wäre es besser in dem Spielmodus. Er ist genau wie in Overwatch. Wir haben eine bestimmte Zeit und Kontrollpunkte müssen sie erreichen. Also, ich habe mir übrigens keinen Zettel hier gemacht, was ich machen will. Ich will einfach nur random hier spielen. Wird ja wohl reichen. Was ist denn das Ding? Und es ist voll am Ruckeln, danke. Und dann ausgerechnet jetzt zu ruckeln, ist mal ganz ehrlich. Und mal Angriff. So gebracht. Ja klar, wieder, wenn ich normal Soldaten spiele, dann wieder hier bergab geht. Da macht mir schon Helden für Schucken ein bisschen mehr Bock. Werde ich wahrscheinlich im nächsten Part mal machen. Zu sehen, was ich alles gelernt habe. Und dann ist es natürlich wieder so, dass ich voll auf die Fresse krieg. Also Helden wird es Helden-Showdown. Ja, Helden-Showdown. Werde ich auf jeden Fall nicht spielen, weil... Boah, was ist denn das? Weil ich habe manchmal... Hallo? Echt das Gefühl, dass immer nur auf der gesamten Welt ein aktives Spiel ist. Und ja, ist da mal irgendwie mal, ich war ab für ihr, ich auch Punkte, ja, bis sie hier mal irgendwie ein Spiel findet von dem verkackten Spiel muss, der dauert doch ewig. So, ich warte jetzt einfach hier das Ziel orientiert. Ich auch Punkte. Ich habe mal jemanden getötet. Geil, ne? Boom. Guck mal, der Daniro, der kann. Ja, ich habe noch eine Granate geworfen. Verdammt. Ist gemacht. So, jetzt kann ich mal den Todesschnitzel-Truppler hier spielen. Also ist nicht so gebracht. Verdammt. Ich dachte, wir hätten ein bisschen Zeit hier rausgeholt, aber nein. Mit solchen Spielmodus nicht so gut. Mein Overwatch nicht. Rüste hat. Oh Gott, was? Da gehe ich nicht hin. Hallo? Das gesehen? Komm ich denn jetzt dahin? Ja, natürlich muss ich jetzt hier wie blöde ruckeln, ne? Das ist wieder. Guck sie da an. Als ich privat gespielt habe, hat kein einziges Mal ruckeln. Ne? Ja. Boah, wo kommt denn der Schubler? Ja? Ich wollte extra so am Leben bleiben und dann kommt auf einmal so ein blöder Wookie und der schießt mich von hinten. Hm.
Aber man den Spiel muss auch mal gesehen, ne? Ich muss irgendwie 5000 Punkte oder so kriegen. Dann kriege ich ja gleich schon hin, wenn es so weitergeht. Was? Ja, geil. Ja, boah. Immer beim Aufnehmen. Also ich spiele offscreen hier. Wohl zehntausende Punkte hier. Helden fürs Schurken. Überhaupt keine Internetprobleme. Und durch nach 2 Wochen mal wieder hier den ersten Part aufnehmen und dann kommt sowas. Das ist immer von typisch, ja. Da bist du ja an. Das war ja noch nie so. Ha. Ja, Spezialist. Ich komme sowieso nicht nah an die Gegner ran. Meine Level kenne ich sogar ein bisschen aus dem ersten Teil. Ich glaube, die waren ein bisschen anders, aber. Ja, mit ruckelnden Verbindungen hier Sniper spielen, das ist wahrscheinlich eine sehr gute Idee, ne? Wo ich dann an? Aber Zielgenauigkeit ist schon mal ein bisschen besser, habe ich so das Gefühl. Aber jetzt auch nicht so eine Menge an Gegnern, ne? Ja, bringt natürlich nicht. Ja, sehen Sie mich alle, das ist ein Problem. Was ist das? Schon die so da, den habe ich auch noch gekriegt, glaube ich. Guck mal, wie schlecht wir sind im Vergleich zu die. Das ist auch geil. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Wenn es mal ein neues Spiel, da sind Helden fürs Schurken auch dabei. Mich stört, wir sind natürlich wieder in so ein Match reingeschmissen, wo. Kriegsheld, geil, guck sich da dann an. Ich bin Kriegsheld, lobt mich. Wenn irgendwie Helden für Schurken spielst und du bist dann irgendwie 10-0 am Verlieren. Das ist das Geilste natürlich. Ja. Macht der Gewohnheit. Ja, wo ist es? Gefecht. Wo ist der Modus überhaupt? Ich habe den noch nie. Richtig. Ist ein Standardmodus, alles klar. Jetpack Fracht. Werde ich neben dem spielen. Blitterbomb. Was war das? Na komm, mach. Danke. Tatooine. Da waren wir doch gerade, boah. Im gleichen Spiel wieder reingeschmissen, ne? Ja. Hoffentlich auf die Gegnerseite diesmal. Wir gerne im Gewinnerteam sein. Ja, okay. Karten aus und Freisch. Das ist ein anderes Team, oder? Wir sind schon mal in Unterzahl, das ist sehr geil. 8 auf jeder Seite oder 10? Hat das Alpaka. Also irgendwie nicht hier so stufenbedingte Matches oder so hier reinpacken können. Das verstehe ich auch nicht. Wenn du mit Gleichgesinnten in eine Truppe gepackt wirst. Aber wenn du irgendwie nur ein aktives Spiel oder so ist, schon wieder hier. Dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Blockiert ihren Weg zu dem Transporter. Sorgt dafür, dass ihre Ladung niemals ankommt. Schlepper bewegt sich auf den Exfiltrationspunkt. Ich hab natürlich wie blöde Granaten geworfen. Ich habe mich getroffen, ich weiß. Ach, das Ding ist ja schon da, aber. Wir haben die Ladung.
Wo kannst du mal nachladen? Also das Ding abkühlen. Nicht der Einzige, der hier steht, hallo? Wo ist das Ding da weg? Ich dachte, das ist auf Orlando. Das sah irgendwie so aus. Ah, von hinten. Bin die Anhalt von unserem Team. Komm mal nicht weg, siehst du, da sind 1 Million Leute. Ich habe die alle aufgehalten. Das hat nur auf diesem Planeten hier. Nee, ne? Was? Wo? Boah. Blaster geschützt, danke. Da ist eine Leiche drin. Was? Hier sind aus. Hier Punkte sehen noch relativ. Boah. Sehen noch relativ gleichmäßig aus. Hat da ein Geschütz hingestellt? Oder steht da ein Geschütz? Was ist das? Dreck. Hi. Oh, hier sind alle da. Pisst euch! Pisst euch! Ich habe Granate hätte, dann würde ich die ja volle Möhre reinwerfen. Oh, das war schon wieder der. Er hat mich kurz geschockt und dann ist er wieder abgehauen. Gestorben. Geil. Okay. Also kommen wir nicht mehr weg, geht die Ladung weiter. Ich sag ja nur. Okay, ich bleib hier. Da kommt einer durch gleich. Der da. Sieht denn niemand außer ich? Oh, ich bin wieder. Sie haben nur so ein kleines Ding auf uns zufliegen. Ist das da oben? Ihr macht den nochmal alle. Komm hier raus. Boom. Darf ich wieder? Also läuft gut. Lufttruppler. Der interessiert mich nicht. Lufttruppler, die sind nicht gut. Nee, nee, nee. So, man sieht schon, ich gehe mal mit Heilung und Frontkämpfer hier rein. Aber warum nicht? Oh, frustriert. Schon wieder. Du. Oh. Sind wir der gleiche. Gaunt LB oder IB. Aber sieht so aus, als gewinnen wir schon gleich. Geil. Da sind Schüsse. Da war, glaube ich, einer. Ja, gut. Oh. Ist das schon wieder der? Kommt ja mal rein, versucht uns alle zu schocken. Na, lass mich bei den Steuern bitte. Wie es aussieht, kommen die nämlich hier gerade vorbei. Wer immer da ist, der ist jetzt tot. Niemand. Oh Gott. Ich kann mich nicht rollen. Rüstert. Geil. Habe ich sogar noch getan. Also ein ganz kleines bisschen besser läuft das schon, ne? Aber das ist aber nicht galaktischer Angriff, ne? Da sind nicht überall Leute, die mich von allen Seiten erschießen können. Ich habe jetzt leider nicht geguckt.
Wie Block. Ist auf dem Knie oder ist den sein Bein irgendwie durch den Boden? Er macht doch schon relativ Bock, ehrlich gesagt. Jetzt nachdem ich gewonnen habe, kann ich das sagen. Habe ich gerade hochgelevelt, also yeah, Spezialist. Versuchen wir mal. Ach, wenn schon wieder Spieler benötigt. Dann lass mich mal gucken. Wann kann ich hier eigentlich auch blau? Ach, das habe ich. Ja, wir gehen früher als normal. Das habe ich ausgerüstet. Lass mal hochballern. Boom. Aber so hier ganz chillig Dings ausgeben, ne? Weiß nicht. Ich werde mal versuchen, ja alles auszuprobieren. Dings hat es da nicht so gebracht. Ah, ich glaube, da wird aber nichts in dem Part hier. Kommt niemand mehr. Ich glaube, wieder einer dieser Parts, eine dieser Matcharten, die irgendwie nicht oft gespielt werden, habe ich so das Gefühl. Er hat drei Spieler. Gehen wir noch mal raus, suchen direkt eins. Wenn wir wieder hier reingeschickt werden, dann war es das für diesen Part. Oben. Auf Kessel. Haben wir da gerade hingeschickt? Ich weiß nicht. In Alamed wollen jene Hoffnung auf seinen Heimflug nicht mal, aber wir wollen noch Hoffnung haben. Gut. Ach, wir sind jetzt müssen wir die Ladung beschützen, ne? Also voranbringen. Nehme ich an. Bergen auf. Es ist Sonntag, wir haben schon über 20 Uhr. Ich habe vergessen, eine Elder Scrolls Party hochzuladen. Muss ich gleich direkt machen. Alle Truppen. Imperiale Streitkräfte im Anmarsch. Sie wissen, dass wir hier sind. Oh cool. Sogar eine andere Sprache. Da finde ich immer gut, wenn man halt einen Helden für Schurken macht. Wenn man irgendwie, weil nicht gerade Helden. Ich glaube, die Helden werden immer als erstes vorgestellt, ne? Man spielt irgendwie Han Solo oder so. Und ich spricht sogar in Twi'lek oder. Nee, ich, nee, ich glaube, die Sprache ist irgendwie anders. Ich glaube, deren Heimatplanet heißt Ryloth, ne? Deswegen. Okay, ich dachte, er wartet jetzt einen und schießt mich ab. Wo ist denn? Ach, da. Dreck, ich wollte gerade schießen. Okay, wir müssen jetzt dahin gehen und das eskortieren, ja. Geht das schneller, wenn wir okay, da müssen wir sogar schieben. Ja. Geht immer noch weiter. Jetzt nicht mehr. Ah, 24. Ich brauche noch Kills mit meinen. Mit meinem Scharfschützengewehr, glaube ich. Also der ist jetzt nicht gut. Wen schießt du da? Ich habe eine Granate drin. Na, guck mal. Läuft. Meilenstein erreicht. Gut. Hier ist eine neue Waffe freigeschaltet. Ich weiß das gar nicht mehr. Die Mann hat ja richtig clever. Ich hab mich. Pff. Warum denn auf mich direkt? Na, warte mal, habe ich jetzt direkt eine neue Waffe? Irgendwas war oder ne? Oder neues Dingen, weiß ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall Kills mit meiner normalen Waffe. Mit einem Spezialistentruppel. Ey, was war das denn? Meine Granate ist irgendwie voll da drüber gewandert. Und ja, ich weiß, ich habe hier einen Infiltrationsskill, den ich einsetzen könnte, aber ich war jetzt mit meinem Sniper gewesen. So.
Oh, ich war das. Oh nein, ich habe Reban getötet. Nein. Machen gute Fortschritte. Na, aber da oben. Und er geht sogar zurück. Da ist jemand in meine Dings gelaufen. Boah. So, den kann ich töten, den einen Typen. So, komm her. Komm her! Ich weiß nicht, warum ich den unbedingt so töten wollte. Ich habe so ein Gefühl. Keine Ahnung, er konnte mich nicht sehen, also. Was das? Da ist sogar einer. Ja, ja, guck mal, ne? So schlecht. Goldstecker, ja damit. Oh, ja. Wo ist das? Also tot. Ich, dann mache ich ihn tot. Da ist einer. Ich komme da rein. Hi. Wo, oh, wer? Warum laufe ich da hin? Ich denke, irre. Boah, warum sind denn hier so viele von denen? Ich dachte, da wäre unser Schild, Mann. Wir müssen das Ding noch bewegen. Alter. Weißt du, irgendwie in Knights of the Old Republic, da hatten die immer. Immer wenn du mit so einem Twi'lek geredet hast und die haben diese Sprache gesprochen, dann haben die natürlich, keine Ahnung, die hatten irgendwie nur so 10 verschiedene Sätze oder so. Und du hast immer wieder die gleichen nach der Zeit gehört. Oh Gott, wo ist das? Ich hab mal auch, ja. Die liegt noch da. Und lass mal Dings. Ach, kann ich gar nicht. Oder? Hab ich überhaupt schon gezeigt, als ich die gekauft habe? Weiß ich gar nicht. Schon wieder so lange her. Also. Naja, Dreck. Oh Mann, ehrlich? Ja, komm. Nein! Warum nicht? Okay. Nur ein Luftdruckler mal spielen, damit ich die HP erhöhen kann. Bringt's mal, glaube ich, auch nicht, aber. Halt! Was ist das? Weil ich's kann. Okay. Der kommt da einfach durch. Das da hin. Oh, und dann kommt so ein blöder Offizier, steht da einfach und schießt auf uns. Ich bin hier. Boah. Er hat gesehen, ey. Was hat nicht? Was bewegt das Ding? Gute Arbeit. Wir haben den Träger wieder in Bewegung gesetzt. Ja, für wie lange noch? Mal nach oben hin. Wir haben kaum noch Zeit. Setz den Schlepper in Bewegung. Na, oh, ehrlich? Jin cheating? Get it. No, I don't get it. Also no.
Overtime. Na, oh, von was? Muss jetzt natürlich einer von hinten kommen. Von hinten. Rennt, rennt. Und wir haben verloren. Wir machen den Weg frei. Okay. Ja, das war nicht gut. Also ich habe jetzt nicht so, ich habe 15. Ich kann schon gut, ne? Nachdem ich irgendwie offscreen ein bisschen hier was mache, ne? Und Zielgenauigkeit erhöhen und all so was. Der Planet war das doch. Ja, geht. Wenn es will. Gin Zero Showstopper. Ja, dann würde ich sagen, ich beende Partie. Boom. 500 Punkte. Habe ich einkassiert. Habe ich eine neue Waffe bekommen habe oder so. Ja, Meilenstein abgeschlossen mit den Sniper. Dreck. Oder habe ich irgendwas? Was ist das hier? Habe ich ausgerüstet. Oder will ich irgendwas anderes? Besser Schocker. Ja, und größerem Radius. Lass mal das freischalten, weil ich benutze die ja jetzt in letzter Zeit. Ich glaube, ich habe noch Kopfgeldjäger hier ausgerüstet. Ne. Ne. Habe ich hier nochmal ausgerüstet? Das hier. Die Dein Imperial und damit der Blinkfähigkeit. War vielleicht doof jetzt. Scheint nicht auf gegnerischen Scanner was hören. Da kommt Schaden. Damit. Gut. Ich sagen, was in diesem Part? Warte, Waffe. Habe ich nichts. Okay. Was in diesem Part? Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, was ich da machen werde. Und ja. Bis dann. Ciao.